Wir sind hier immer noch an den Frontlinien von Megaris, wo ja quasi eine feindliche Invasion eingedingst ist. Verbrennen und zerfallen. Ach so, ja, genau. Der hat jetzt das gelöscht, was ich jetzt letztes Mal eigentlich verfolgt habe, so wie es aussieht. Empfohlenstufe bei beiden ist 8. Gut, sind wir noch nicht ganz, aber die verschwundene Karte. Moment. Das könnten wir eigentlich machen, weil das ist auf jeden Fall unsere. Ach, ich sehe auch gerade. Ich glaube, die blauen Gebiete müssten Kopfgeldstifte verschenken eines Schiffes. Verschenken eines Schiffes, genau. Ja, Kopfgeld. Kann ich das von hier aus bezahlen? Moment. Ach so. Okay. Ja, wunderbar. Dann sind wir jetzt wieder komplett ohne Kopfgeld. Das habe ich jetzt auch noch nicht gewusst, dass man das auch über die Karte machen kann. Das kleine Städtchen hier haben wir schon erkundet. Das drumherum, so wie ich das jetzt verstehe, alles rot eingezeichnete, ist wohl Feindesgebiet. Da ist gar nichts eingezeichnet. Und die blauen sind wohl, ja, neutral, positiv, wie auch immer. Ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal diese eine Quest hier machen, die verschwundene Karte. Die soll irgendwo rechts von mir sein, da oben. Wir haben zwar eine Aufgabe bekommen, aber haben wir hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Okay, Level 7er. Ich denke mal, das wird wohl noch wichtig werden, wenn wir ja unseren Vater angreifen. Was war das denn gerade für ein Irrer? Okay. Hallo Pferdchen, kann ich dich mitnehmen? Wenn dein Reiter sowieso schon tot ist? Nein? Schade. Ich bin jetzt gerade etwas verwirrt durch diesen Angriff. Moment, ach, ich laufe zur anderen Quest. Moment. Ist aber auch für Stufe 7, also ist nicht ganz so schlimm. Dann suchen wir die Quest. Die muss hier vorne irgendwo sein. Ah, da hinten. Könnte einer von Stentors Kundschaftern sein. Ich weide jeden Athener aus, der dafür mitverantwortlich ist. Was ist hier passiert? Was kümmert dich das, Söldnerin? Hast du etwas damit zu tun? Hätte ich das, dann wärst du bereits tot. Aber heute ist ein Glückstag. Ich bin hier, um zu helfen. Stentor schickt mich. Stentor schickt dich? Megaris steht nicht unter Spartas Kontrolle. Noch nicht. Für mich ist es einfacher, mich in bestimmten Regionen zu bewegen, als für Spartiaten. Die Athener haben sich als widerstandsfähiger erwiesen, als wir dachten. Aber sie werden vor Sparta... Auf die Knie gehen, ja, ich kenne die großen Reden. Aber bis dieser glorreiche Tag kommt, sollten wir herausfinden, was hier passiert ist. Hast du eine Vermutung? Noch nicht. Aber bald. Ich sollte mich umsehen, um herauszufinden, was hier geschehen ist. Das waren Berufssoldaten. Abgeschlachtet bis auf den letzten Mann. Das kann nicht das Werk von Banditen sein. Genau, erstmal die Leute bestehen. Weit können sie aber nicht sein. Dann hätten sie die Karren nehmen müssen. Sieht aus, als wären sie in den Wald gegangen. Ich glaube nicht, dass ich noch mehr finde. Ich sollte zurück. Oh, Entschuldigung. Und waren es die Athener? Ich habe Spuren von grünem Kristall gefunden. Dann also Banditen. In den Bergen gibt es zahllose Höhlen und seit Kriegsausbruch werden sie immer dreister.
Wären das Athener gewesen, hätten sie nicht nur die Vorräte, sondern auch die Karren genommen. Und Banditen hätten keine Chance gegen gestandene Spartiaten gehabt. Was willst du damit sagen? Ich bin nicht sicher. Wer immer das war, lief in den Wald. Deshalb werde ich dort anfangen. Okay. Da sind viele Ziele. Welches davon meinst du? Neuer Söldner entdeckt. Okay. Aber der ist nicht hinter mir her. Ach, der ist da ganz weit hinten. Okay. Söldner Level 9. Die Frage ist, hat der jetzt irgendwas damit zu tun? Ja, mein Ziel ist ganz in der Nähe. Ich weiß immer noch nicht, was mein Ziel ist oder wo es ist. Aber okay. Ach so, okay. Er sollte sabotieren. Er war ein Meister darin, anderen seinen Sinne zu manipulieren und blieb dabei selbst nur schwer zu fassen. Ah, verstehe. Das heißt... Ach du Scheiße, der ist Stufe 23, der andere. Stimmt, da haben wir ja noch eine Quest, die wir eigentlich verfolgen wollten. Ja, also ich nehme mal an, dass er wirklich mein Ziel ist. Ella. Aber wir gehen jetzt erstmal zu dieser Stelle, wo wir die ja schwächen sollten. Au. Geht es noch? Gut, ich bin ja nicht reingelaufen. Das heißt nicht, dass mich hier... ne? Oh, kann ich mich jetzt hier bewegen? Das ist also das Gesicht des Krieges. Ganz anders, als es dir Geschichten erzählen. Ich hoffe, die greifen mich jetzt nicht an. Die Metropolis Megara. Mit Sicherheit finde ich hier den Anführer. Hast du keine Augen im Kopf? Oh. Anscheinend darf ich mich hier... Geh mir doch aus dem Weg, Mann! Laufen sogar Schweine in der Gegend rum. Aber die sind irgendwie sehr akrobatisch, finde ich, weil viele machen einfach so Rollen. Guten Tag. Los. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein.
Okay, also wir stellen dich mal hier vorne ab. Der Hafen Nicea. Wo, wenn nicht hier, würden die Athener ihre Vorräte lagern? Ja, die Frage ist nur, wo sind die Vorräte? Ja, hast du. Oh, ich glaube, da ist irgendwas markiert. Das bin ich. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie groß die alle sind. Der ist Level 8. Level 8. Da muss ich wahrscheinlich hin. Oh, da sind sehr viele Level 8er. Da ist noch einer drunter. Okay. Das ist der Anführer, das ist natürlich immer schlecht. Das sehe ich mir mal an. Mach das. Ich muss immer aufpassen, dass keiner von hinten kommt. Das ist doch menschengemacht. Natürlich ist das menschengemacht, du Trottel. So, sehr schön. Den Typen da unten kriegen wir noch. Die Frage ist, kommen da noch mehr?
Also hinten sind noch welche. Oh, da kommt wieder so einer. Klampige Arbeit. Och, Junge. Ich hab doch was gehört. Ja, dann komm hoch. Sonst stopfe ich es dir. Oh. Ups. Okay, das war jetzt nicht so geplant. Da haben wir noch ein Level 8 da. Da läuft noch einer rum. Passe auf diese Eliten auf, okay. Wer war das? Dein schlimmster Albtraum. Kommen die auf einmal alle her? Ich finde, hier kann mir einer helfen. Was war das? Das ist jetzt böse. Ist da jemand? Okay. Der war einfach nur dumm. Der ist wieder runtergegangen. Hört der mich? Eigentlich soll ich ja nur Sachen verbrennen, aber es macht ja irgendwie mehr Spaß, wenn man dann auch zwischendurch noch ein paar Leute niedermetzeln kann. Ne? Und da kommt aber keiner. Junge, du rennst die falsche Richtung. Na komm. Der ist wirklich blöd, ne? Will mich jemand verschaukeln oder was? Ja, so eine Art. Aber du bist auch so dumm genug. Wer hat das denn gerade gesagt? Da ist noch jemand.
Eins, zwei, drei. Ja, dürften. Vier dürften. Also rein theoretisch nur noch vier hier sein. Fünf, da oben ist auch noch einer. Oh, oh, oh. Mal von der anderen Seite. Ja, wieso kann ich... Scheiße, wieso kann ich hier nicht treffen? Kommt der jetzt hier hoch? Jetzt? Hallo? Nein, jetzt hat sich mein... Du hast dich jetzt nicht aufgehangen, oder? Das ist nicht dein Ernst jetzt. Och, leck mich doch. Vorsichtig. Also, nachdem sich mein Spiel dann aufgehangen hat, kann ich jetzt wohl nochmal alles komplett von vorne machen. Ich gehe mal stark davon aus, dass jetzt auch alle, die ich jetzt getötet habe, wieder da sind. Oh ja, da sind jede Menge Soldaten jetzt wieder. Ja, das ist natürlich, ehrlich gesagt, jetzt für mich ziemlich ärgerlich. Weil wirklich alle jetzt wieder da sind. Ich würde sagen, ich mache das soweit... wieder wie es vorhin war, bevor ich rausgeflogen bin, und dann schalte ich euch wieder hinzu.